Der Moment, wo dir einfach nur brutal schlecht ist. Mir ist so brutal schlecht, aber ich muss dieses Workout mit Biegen und Brechen durchziehen. Wer wäre ich, wenn ich das jetzt nicht täte? Wer wäre ich dann? Ich wäre nicht Jenny. Ich werde heute auf jeden Fall ein bisschen High-Intensity-Cardio machen, gepaart mit Krafttraining, gepaart mit so ein bisschen Booty-Workout und so ein bisschen so Core-Training und so, weißt du? Ich weiß auch selber gar nicht richtig, was ich mache. Ich mache einfach. Wenn es anfängt zu stressen, egal in welcher Beziehung, egal auf was bezogen, mach dich frei und mach einfach. Das ist meine Devise. So habe ich in allen Dingen, in denen ich jemals erfolgreich war, in meinem Leben Erfolge gefeiern können. Mach einfach. Denk darüber nicht so penetrant nach. Mach dich nicht zum Horst, indem du den ganzen Tag dir Konzepte schmiedest. Weißt du, was diese Konzepte machen? Die machen, dass du auf deinem Hintern sitzen bleibst und nichts machst. Indem du einfach aufstehst, deine Kräfte sammelst, zusammennimmst und es einfach tust, gewinnst du dieses Game. Dieses Game dieses Lebens. Weil dieses Leben ist zu sehen wie ein Spiel, welches wir alle gewinnen müssen. Nein, es ist so. Man muss es ein bisschen spielerisch sehen. Es ist todernst. Aber es ist gleichzeitig auch mega spielerisch zu betrachten. Zum Thema Stretchen habe ich euch ja was gesagt. Nicht, dass ich es vergesse.
unbedingt ein bisschen den Booty manipulieren bzw. größer machen. Aber die Booty-Maschine. Oh, okay. Aber ich habe einfach keine Kräfte. Meine Kraft ist komplett ausgesourced. Ich brauche eine neue Perspektive. Ich brauche eine komplett neue Kraftressource. Ich weiß auch nicht, wo ich sie herholen kann, aber ich brauche sie.